Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. Die Aktienmärkte steigen ja munter, die einen Indizes mehr als die anderen. Aber die Angst vor einem Crash oder vor einer Rezession scheint ja komplett weggefegt zu sein. Und wir werden untersuchen, gleich nach dem Intro, ob es tatsächlich weg ist, die Crash-Gefahr, oder sich nur versteckt. Alles gleich nach dem Intro. Schauen wir uns dazu mal den Stoxx Global 1800 in Euro an. Das heißt, das sind die 1800 größten Aktiengesellschaften in den Industrienationen, also ähnlich wie der MSCI World oder andere globalen Indizes, nach Marktkapitalisierung gewichtet. Und wenn wir das schön hier angucken, die schwarze Linie, ist der Stoxx Global 1800, ging hier schön hoch. Und hier hat man schon gesehen, hat sich angekündigt, im Juli ging so treppenstufenartig nach unten. Und dann kam die Korrektur, die erwartete, unerwartete Korrektur. Schauen Sie sich das Video an, was ich dazu gesagt habe. Und hier ist der Kurs so leicht auf die 200-Tage-Linie geschnappt, aber kam gleich wieder zurück. Hier sind die Investoren wieder reingekommen. Dann gab es hier eine kleine Verschnaufpause und jetzt geht es wieder munter hoch. Schauen wir uns zunächst den ersten Risikoindikator an und das ist die Volatilität. Ich bin nicht so ein Freund von der Volatilität, wird aber großflächig von den großen institutionellen Anlegern, von Fondsmanagern, von Versicherungen, von Banken, von Vermögensverwaltern. Also alle Profis benutzen die. Ich bin nicht ganz so begeistert, aber wenn alle drauf gucken, muss man natürlich auch drauf gucken. Das ist hier diese zarte Linie hier unten, die eben im Vorfeld schon nach oben gegangen ist, die Volatilität, also hier Risiko angezeigt hat. Und da hat es mal tatsächlich funktioniert, wenn die Volatilität, also die Schwankungsbreite der Rendite, die Standardabweichung der Rendite zunimmt. Das ist meist bei fallenden Kursen so, weil die stärker fallen, als die Kurse steigen. Dann ist es ein Risikobarometer und dann hat man hier eigentlich schon ganz gut gesehen, okay, jetzt steigt das Risiko, jetzt ist Gefahr im Markt. Schauen wir aber jetzt die letzte Phase an. Klar, dann ist die Volatilität stark gestiegen und dann ging sie schlagartig aber wieder runter, als sich die Kurse erholt haben und ist jetzt auf einem sehr niedrigen Niveau. Also wenn wir das vergleichen übers Jahr, muss man sagen, die Volatilität ist sehr klein, also ist das Risiko auch klein. Vor allem, wenn die Volatilität Schritt für Schritt sinkt, heißt es, die Kurse steigen, der Markt ist nicht riskant. So wird es interpretiert. Ich sehe die Volatilität eher so auch etwas als Kontraindikator, denn wenn die Volatilität immer kleiner und kleiner wird und die Schritte immer weniger werden und dann sehr flach ist, dann steigt auch das Risiko an, wie wir hier zum Beispiel gesehen haben, weil wir merken, dass die Kurse immer weniger ansteigen. Und vor allem muss man dazu auch noch das Volumen betrachten und das machen wir auch noch gleich, indem wir uns den S&P 500 ansehen. Der sieht natürlich genauso aus. Warum? Weil die 500 größten Aktiengesellschaften in USA einen Großteil des Stoxx Global 1800 gleich sind und sehr stark gewichtet sind. Deswegen ist hier der Verlauf auch sehr ähnlich. Allerdings sind wir hier im US-Dollar, während beim Stoxx Global waren wir im Euro. Schauen wir hier. Da sieht die Welt besser aus, das heißt, die amerikanischen Aktien, der S&P 500, hat die 200-Tage-Linie nicht berührt, war immer drüber. Insofern war da die Welt immer in Ordnung und deswegen sprechen wir hier auch eher von einer Korrektur als von einem Crash, denn das waren ja von der Spitze bis hier unten 8%. Nach so einem Anstieg ist es schon mal drin. Jetzt flacht sie ein bisschen ab in den USA, geht immer ein bisschen nach oben, wieder nach unten, Tendenz aber nach wie vor steigend. Wichtig ist hier natürlich, wenn ich das Risiko beurteilen möchte, das Volumen, wie viel handeln denn gerade überhaupt, das heißt, wie repräsentativ sind die Kurse. Wir sehen hier bei der Korrektur, da wurde viel gehandelt, da sind viel ausgestiegen, aber auch viel eingestiegen. Genau hier im Tiefpunkt sind relativ viel, da war der größte Handel. Hier haben sich sehr viele wieder mit Aktien eingedeckt und natürlich hier in der Flanke dann auch noch. Das ist so der typische Verlauf. Jetzt ist das Volumen runtergegangen, August ganz normal, saisonalbedingt, urlaubsbedingt, dass hier kleinere Handelsvolumen sind. Das wird auch noch ein bisschen so bleiben. Deswegen ist die Gefahr meines Erachtens noch nicht vom Tisch.
Ich glaube zwar nach wie vor nicht an den großen Crash, außer es sollten irgendwelche unvorhergesehenen negativen Nachrichten kommen, die die Wirtschaft und die Märkte beeinflussen. Aber im Moment ist da nichts auf dem Tisch. Aber ich glaube, dass die Kurse schon nochmal nachgeben können, jetzt im Herbst. Denn der Herbst ist einfach sehr, sehr gefährdet. Ich verlinke Ihnen das Video, beziehungsweise, nein, das geht noch gar nicht. Ich mache das erst nächste Woche, nämlich im September die Saisonalität. September, Oktober, die gefährlichsten Monate im Jahr. Schauen Sie sich bitte das Video an oder abonnieren Sie am besten gleich den Kanal. Jetzt schauen wir uns noch weitere Risikobarometer an, nämlich der Angst- und Gier-Index, Fear and Greed-Index von CNN. Da ist, der ist auf Greed auf 63, das heißt gierig, die Anleger sind im Moment gierig, das heißt die Anleger sehen keine Gefahr. Das ist allerdings nicht in allen Bereichen so, wir gehen es nicht so im Detail durch wie sonst, weil wir noch andere Sachen angucken wollen. Aber mal ganz grob, das haben wir uns angeguckt, also der S&P 500 ist auch über seiner 125-Tage-Linie, das heißt hier ist Gier angesagt, die Anleger sind fröhlich und glauben an steigende Kurse. So sagt das Momentum zumindest aus. Aber man muss ganz klar sagen, Stock Price Strength, das heißt, wie viele Aktien bewegen den Index nach oben, das ist nur ein kleinerer Teil. Also wieder die großen Big Tech-Werte, die Kurse nach oben schieben. Es ist nicht der breite Markt. Es ist natürlich nicht nur die Big Tech-Werte, also es ist schon ein bisschen mehr vom Markt, aber es ist nicht der breite Markt, dass hier fast alle Aktien steigen. Nein, es ist nicht so. Es sind etliche Aktien, die steigen, aber nicht alle. Was die Volumen angeht, das ist interessant. Da ist extreme Gier angesagt. Das heißt, es strömt im Moment sehr viel Volumen in steigende Aktien, nämlich in die großen S&P 500-Werte, also auch in die Big Tech-Werte und drumherum, also nicht nur die sieben, auch noch mehr, aber da fließt im Moment wieder sehr viel Geld hinein. Auch Gier bei den Put- und Call-Ratios, das heißt am Optionsmarkt, wie viele Anleger sichern sich gegen fallende Kurse an, kaufen also Put-Optionen, wie viel glauben an steigende Kurse, kaufen Call-Optionen. Dieses Verhältnis sagt uns auch aus, wie optimistisch die Anleger sind und die sind im Moment sehr optimistisch. Also zwischen 0,7 und 0,9 ist es normal. Jetzt kommen wir von 0,7 unter 0,7, das ist dann schon eher optimistisch und gierig, kann man so sagen. Das heißt, die Anleger sind im Moment super gut drauf. Das werden wir uns auch gleich noch bei den Umfragen ansehen. Die Volatilität haben wir uns angeguckt. Jetzt kann man wieder richtig gut am Aktienmarkt verdienen im Gegensatz zum Zins und wo auch große Angst allerdings ist es bei den Unternehmensanleihen. Die Unternehmensanleihen sind ja hochinteressant. Ich verlinke Ihnen das Video, das haben wir im letzten Video bei den Fundamentaldaten gesehen, dass gerade in den USA die Unternehmensanleihe einen viel interessanteren Zins hat, als die Aktien Gewinne haben. Und das ist natürlich eine gefährliche Situation für den Aktienmarkt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man wirklich so angstfrei im Moment leben sollte. Eigentlich sollte man schon angstfrei leben, aber sag ich mal, man muss schon damit rechnen, dass die Kurse wieder ein bisschen runterkommen nochmal, besonders bei den Big Tech werden. Und das spiegelt sich hier in den Unternehmensanleihen auch wieder. Hier ist doch etwas Angst am Markt, aber im Großen und Ganzen sind die Anleger einfach leicht gierig. Schauen wir uns nochmal die Umfrage in den USA an, die amerikanischen Investoren. Am 28. war die Umfrage, also jetzt am Mittwoch. 51% sagen, die Aktienkurse steigen und 27 sagen, die Aktienkurse fallen. Das ist überoptimistisch und das ist auch eher in meinen Augen ein Kontraindikator. Also die Kurse drehen oft, wenn diese Umfrage sehr, sehr optimistisch ist. Also normale Werte sind so knapp unter 40, also 37%. Optimisten 31%, Pessimisten, also ein ausgewogenes Verhältnis ist der historische Durchschnitt. Und wir sind hier bei 51% extrem bullisch. Und das heißt aber, dass auch viele angelegt haben. Und das ist dann immer gefährlich. Schauen wir uns noch die Aktienquote an der amerikanischen Anleger. Hier sind Hedgefondsmanager, Fondsmanager, Vermögensverwalter gefragt worden. Und die haben natürlich hier im August stark verkauft. Wir sehen allerdings auch, dass die schon im Juni raus sind. Auch das haben wir in einem Video schon mal beobachtet, dass im Juni
die großen Investoren auch schon raus sind aus dem Markt und dann wieder ein bisschen rein haben, aber jetzt natürlich bei dieser Korrektur mit abverkauft haben und dann aber gleich wieder eingestiegen sind. Im Moment ist die Aktienquote bei 81%. Das ist als optimistisch zu deuten, allerdings nicht überoptimistisch. Die Quote kann ja auch über 100% sein, weil etliche Fonds dort hier auch, sage ich mal, Darlehen aufnehmen können, hebeln können und dann eine Aktienquote über 100% haben können. Also von dem her, hier ist noch Möglichkeit, dass die Kurse steigen, wenn noch mehr Geld reinkommt in den Markt. Aber wie gesagt, das ist auch eine Quote, die nicht hundertprozentig ist. Das heißt, 20% Cash halten heißt, dass auch die großen Anleger der Meinung sind, es könnte noch mal gute Einkaufskurse geben im Herbst. Und so möchte ich das Video auch abschließen. Ich denke, wir werden einen guten Herbst bekommen, besonders auf Jahresende nach der US-Wahl haben wir oftmals noch mal eine Rallye, die nicht wie manchmal im September oder August schon startet oder im Oktober, sondern erst nach der Wahl in Fahrt kommt. Vor der Wahl, US-Wahl, ist es normal, dass die Kurse etwas straucheln, ein bisschen hin und her gehen. Die Investoren haben sich alle, sage ich mal, positioniert und warten auf die US-Wahl, besonders die amerikanischen Investoren, und die machen ja unseren Markt. So, das heißt, ich glaube, wir brauchen keine Angst vor dem großen Crash haben, das nicht, aber ich würde schon damit rechnen, dass wir im Herbst noch ein bisschen Turbulenzen kriegen, ähnlich wie im August, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Aber so in dem Dreh denke ich, dass wir jetzt im Herbst, September, Oktober nochmal eine kleine Korrektur kriegen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Es bleibt wie immer spannend, auch wenn jetzt alles gut drauf ist am Aktienmarkt. Die Spannung bleibt und ich bin sehr, sehr gespannt aufs nächste Video. Verpassen Sie das nicht, wenn wir uns die Saisonalität im September angucken. Ihnen alles Gute, Ihr Thomas Hupp.